Heute zu Gast ist die Bürgermeisterin der Little Big City aus Berlin. Dies ist eine Weltneuheit und in Berlin zu besuchen. Wie waren denn Ihre ersten Eindrücke nach der Eröffnung in Berlin? Ja, ganz toll. Also wir waren unheimlich stolz, endlich auch Besucher bei uns sehen zu können, nachdem wir schon so lange an dem Projekt gearbeitet haben, circa 18 Monate, war es nun toll, endlich die Familien mit ihren Kindern, die Großeltern mit ihren Enkeln zu sehen, wie sie sich Little Big City anschauen. Ja, das hört sich ja schon mal ganz toll an. Sie haben ja hier 7 Epochen ausgestellt. Können Sie dazu noch mal kurz den Zuschauern etwas erzählen? Ja, genau. Wir nehmen unsere Besucher mit auf eine Reise durch 7 Epochen und fangen ganz früh an. Bei den Anfängen von Berlin reisen dann weiter zur Industrialisierung. Die Weimarer Republik mit den goldenen 20ern zeigen wir. Aber auch die dunklen Zeiten, die Berlin erlebt hat, das lassen wir auch nicht aus. Und auch die Auswirkungen, die der Zweite Weltkrieg auf diese Stadt hatte. Und dann auch den Mauerbau mit der geteilten Stadt. Und ganz zum Schluss kann man dann noch mal die Wiedervereinigung miterleben, die Mauer einreißen. Und läuft dann zum Schluss nochmal durch das moderne Berlin von heute.